Ja, hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Fußballmanager 14 im Mikromanagement bei Hull City in der englischen 2. Liga. Wir haben jetzt gerade ihn hier aus der 2. Mannschaft in die 1. befördert, haben ihn dort mal auf die Rechtsposition gestellt, weil, also auf die Bank gesetzt, meine ich damit, weil wir Corin als Verletzten haben und das 2. Freundschaftsspiel steht an. Da müssen wir uns natürlich auch noch drauf vorbereiten und ansonsten wollen wir mal gucken, wie die Verhandlungen so laufen. Was ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wir haben hier einen Verletzten in der 1. Mannschaft, nee, in der 2. Mannschaft haben wir einen Verletzten im rechten Mittelfeld, der ist auch nicht schlecht. Den haben wir jetzt im verletzten Status nach unten geschoben und der hat Flanken recht gut. Also das heißt, fürs rechte Mittelfeld hätten wir da auch noch eine Alternative, wenn der mal wieder gesund ist. Wenn der mal wieder gesund ist, bauen wir den aber erst hier über die 2. Mannschaft ein bisschen auf. Hat der hier irgendwie die Fähigkeit, als Rechtsverteidiger zu spielen? Nicht wirklich. Ja, dann haben wir jetzt in der 2. Mannschaft das Problem, dass wir keinen Rechtsverteidiger mehr haben. Es wird immer besser hier. Der kann ich. Der kann ich. Und der kann auch nicht. Tja, schade. Wir haben keinen Rechtsverteidiger. In der Jugendmannschaft vielleicht ein Rechtsverteidiger zufällig anwesend. Der hier kommt gut. Der muss als Innenverteidiger aufgestellt werden. Wie groß ist der? Das ist 83, ist natürlich nicht so besonders groß. Der kriegt als Mentor den hier. Oh, 6 Managerpunkte, weil wir einen Mentor eingestellt haben. Unglaublich. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Talent, der hat auch eine gute Stärke schon mit 52. Den können wir uns langsam mal ein bisschen warm halten und den könnten wir dann auch mal in die 2. Mannschaft packen, wenn es denn soweit ist, weil dort sind jetzt auch nicht gerade die Überflieger am Werk. Rechtsverteidiger. Ja, eigentlich könnte der Kollege hier ja da unten Rechtsverteidiger spielen und besser und besser und besser werden. Weil er eben Einsatz kriegt. Aber wir warten mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sind ja noch an Verhandlungen und vielleicht kommt da ja noch was bei rum. So, Fanartikel hatten wir, die noch nicht im Sortiment sind. Was hätten wir denn da, was noch nicht im Sortiment ist? Wir sind doch ausgebucht, was das hier angeht. Ja gut, Kalender verkaufen sich im Juli natürlich besonders gut. Den können wir vielleicht mal rausschmeißen. Und dafür vielleicht mal einen Energy-Drink aufnehmen. Dürfte vielleicht unterm Strich ein bisschen mehr Kohle bringen. So, mehr brauchen wir dann noch nicht. Was sprechen unsere Finanzen? Können wir irgendwo Kohle reinstecken? Irgendwo noch Geld nachschießen? Nee. Schade. Ja, ich habe wieder Golfen vergessen. Macht aber auch nichts. So, da haben wir den Chris Gunther von Reading, wo wir ein besseres Angebot abgeben sollen. Und das ist langsam ein Preis, wo ich in Schlucken komme. Wobei er ist rechts, links. Puh. 100.000 mehr. Letztes Wort. So, mit dem können wir verhandeln. Das ist interessant. Defensives Mittelfeld. Die Chancen steigen natürlich nicht dadurch, dass wir mit ihm halt vorher noch nichts zu tun hatten. 3,7 haben wir uns geeinigt hier mit Jay Spearing. Eine wichtige Bedingung im Vertrag wäre mindestens 3 Jahre Laufzeit. Hängt am Alter. Wow. 1,8 Millionen? Was hast denn du gekifft? Ne, du wirst in der Regel spielen. Alter Schwede!
Der will ja richtig Asche. Auflaufprämie ein bisschen runtersetzen. Aufstiegsprämie mal ein bisschen runtersetzen. Der kriegt ja schon so ein hohes Gehalt. Torprämie brauchen wir nicht. Ligaspielbonus gibt es auch nicht. Boah, boah, boah. Mittelfristig wirst du Stammspieler. Ja, wenn wir den kriegen, wird der eigentlich auch auf dem Feld stehen, denke ich mal. Es sei denn, der stellt sich total bescheuert an. Wenn man hier mal die Führungsqualität sehen wird, könnte ich vielleicht noch sagen, nächstes Jahr wärst du Kapitän oder so, irgendein Blödsinn. Naja gut, wir gucken mal. Das ist ein teurer Vertrag, den wir ihm anbieten. Und dann haben wir wieder ein Freundschaftsspiel und die Mannschaft ist ein bisschen schwächer als wir. Das trifft sich gut, alter Schwede. 10 Nachrichten. Corin ist wieder fit. Für Clark gibt's ein Angebot. 500.000? Was kann der? 79er Reflexe. Der ist gar nicht mal so schlecht. Der hat hier hat er leichte Defizite und hier so ein bisschen. Aber ansonsten ist er echt gut. Marktwert 450.000. Die bieten uns 500.000, wenn sie ihn kriegen. Okay, müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Was haben wir dann hier noch? Also der ist wieder fit. Formgewinn, da hat der gut zugelegt. Das freut mich für ihn. Spielerreichen Trainingsziele, das ist auch nett. Ende des Probetrainings. Das Probetraining ist beendet. Nach Meinung des Trainerstabs wäre er eine überlegenswerte Ergänzung des Teams. Sollte man sich finanziell einig werden, hätte er nichts gegen eine Verpflichtung des Spielers einzuwenden. Wir wollen ihn ja auch. Wir verhandeln ja schon mit dem. Ja, Scoutbericht. 10 Spieler in England wieder gescoutet. Müssen wir auf jeden Fall mal reingucken. Dann sind wir hier dabei, Colin Clark zu scouten. Haben den jetzt fertig gescoutet. Das ist natürlich ein Hammertyp, aber den können wir uns wohl nicht leisten. Ablöse für ihn wird akzeptiert. Ach so, ja klar, mit dem haben wir gerade verhandelt, wegen Vertrag. Für 3,7. Und ja, neues Angebot für den Gunther abgegeben. Angebot für John Bell. Ein Angebot von wurde wegen einer zu geringen Ablöse automatisch abgelehnt. Was soll denn das heißen? Was haben die denn geboten, bitteschön? So, der ist ja in die Reserve zurückversetzt. Den müssen wir auch wieder hochholen eventuell und da liegt einiges, womit wir kämpfen. So. Ryan Clark. Wer ist denn überhaupt Ryan Clark? Brauchen wir den irgendwie, irgendwo? Ist das unser Ersatztorhüter? Ja klar, das ist unser Ersatztorhüter. Alter Schwede, den verkaufen wir doch nicht. Den brauchen wir, wenn der unser Stammkeeper sich verletzt. Ich sehe schon, wir müssen uns noch einen Torwart kaufen. Was ist Achtung? Ah. Der ist wieder weg. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt noch einen richtigen Stürmer? Ja, haben wir. Hier mit Sagbo haben wir noch einen richtigen Stürmer. Wir wollen die Mannschaft langsam verbessern. Wir haben ja hier auch, wir haben zwar viel Geld, aber ich meine, ich muss jetzt nicht die ganze Kohle loswerden. Oh Gott, viele Verletzte. Ich versuche mal was.
gucken, was dabei rauskommt, wenn ich das hier mache. Ob wir damit wirklich die Stärke der Jugendmannschaft gesteigert kriegen. Oder ob wir am Schluss dastehen und haben hier einen Haufen Elend. So, ich kick jetzt immer die niedrigsten Talente. Ich bin am Überlegen, ob wir das hier auch machen sollen. Irgendwie gehen die mir auf den Keks. Die können gar nichts. So, da haben wir die alle mal nach Hause geschickt und dann sind wir mal gespannt, was der Co-Trainer da noch ankarrt zum nächsten Spiel. Ich würde sagen, wir starten mal rein hier ins zweite Freundschaftsspiel. Gott, es gibt alles Monsterparts hier, aber das ist ja egal, komm. Ich habe ja runtergefahren ins Programm, da können wir die Partlänge wieder hochfahren. Nee, Quatsch. Ja, müssen wir mal schauen. Das war eigentlich anders gedacht alles, wie es am Schluss kam, aber... Es ist einfach entspannter, wenn man sich auf ein Spiel mal so ein bisschen konzentrieren kann, dann macht man auch nicht so viele Fehler in dem Spiel. Und man ist vor allem gedanklich am Ball, so wie hier jetzt zum Beispiel. So, jeden Zentimeter des Platzes werden wir umgraben. Noch ein bisschen an der Taktik schrauben. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Werden wir jetzt wahrscheinlich gleich machen, wenn die auf dem Platz stehen. Dann noch ein paar Anpassungen vornehmen. Und wenn die dann im Freundschaftsspiel ziehen, dann übernehmen wir die auch in die Aufstellung, die wir dann in der Liga spielen wollen. Ich freue mich schon übrigens auf den ersten Spieltag hier in der Liga. Wenn es dann endlich richtig losgeht, weil, richtig viele Spiele die Saison. Und wir haben ja alle Zeit der Welt. Das klappt dann schon. So, die Jungs wollte ich mal ein bisschen weiter hinten platzieren. Und der Rest, das passt so. So, die machen Spielaufbau. Der Ball läuft schnell in die Spitze, gefällt mir gut. Aber er kommt nicht an. Die Abwehr passt auf. Proschwitz, sehr schön. Brady, trippelt Brady, Proschwitz. Oh, Bagger. Er schießt gegen den Pfosten. Den Abpraller schießt unser Mann ins Aus. So, Proschwitz, bös gefault. Aber ist ja Sturmtank, ist ja hart im Nehmen. Gibt Freistoß. Ah, leider direkt drauf gezielt. Proschwitz. Wow. Nur eine Top-Parade konnte hier verhindern, dass ein Tor fällt. Gibt Eckball für uns. Kurz. Wow. Das gefällt mir, was die machen. Der hat kurz gespielt, dann die Flanke, dann Volley abgezogen. Der Torhüter kommt gerade noch dran. Ja, der war zu stark angeschnitten. Den fängt er locker aus der Luft. Abschlag zu unserem Mann. Und abseits. Holla die Waldfee. So, Ballzug Proschwitz. Proschwitz in Lauf. Und Murray macht ihn rein. Sean Murray. Wieder mal hier von außen schön nach innen. Ja, wenn man nur einen Stürmer hat, müssen die Außen eben mehr mitspielen. Ist halt so. So, Kearney auf Proschwitz, der zurück auf Kearney. Huddlestone auf Proschwitz, der wieder auf Kearney. Kearney auf Brady, Proschwitz. Und das war eigentlich ein Freistoß, aber egal. So, Proschwitz, er will wieder und fällt wieder hin. Und dann Foul von Huddlestone. Heißt der Huddlestone? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mir die Namen sowieso nicht merken.
So, Proschwitz auf Murray. Murray auf Kearney, der auf Proschwitz, der verliert den Ball im Dribbling, aber Murray fängt hier den Ball ab vom Gegner und das war ein Foul. Nein, nix Schwalbe hier. Hast du nie eine Schwalbe gesehen, ne? So. Das darf nicht wahr sein. Brady haut den Elfer gegen den Pfosten. Ich krieg die Krise. So, der Ball läuft. Wunderbar gespielt in die Spitze. Broschwitz und... Ja. Murray auf Broschwitz. Broschwitz wird wieder gelegt. Kearney fängt den Ball ab. Pass auf Broschwitz. Der ist da vorne irgendwie, ich weiß nicht, total überfordert, weil er allein da steht. Heute gehört die halbe zweite Halbzeit übrigens Sagbo. Der ist immer so nah dran, ey. Warum macht er den denn nicht mal rein? Super Ball und dann das Ergebnis. Das ist, ich weiß nicht. Aber der ist nicht schlecht, das sieht man ja. Seine Laufwege, alles, das passt. Was nicht passt, ist der Abschluss. Torriecher. Wir trainieren sein Problem. Tja, wir sehen es hier schon. Sean Murray, der Beste zurzeit, den loben wir auch. Alle anderen können wir leider nur motivieren. Und ich glaube, das machen wir mal nach Position. Das ist ja hier ein Drama. So, lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Und dann gehen wir hier noch ein bisschen massieren. Knete, 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 knete. Alle plus 9 Punkte. Und... ja komm, die wechseln wir dann noch ein. Lassen wir die erstmal noch in den Anfang der Halbzeit spielen. Gucken, ob sich da irgendwas positiv auswirkt. Wenn ich jetzt alle auswechsle, die ich gerade gelobt und motiviert habe, und dann verpufft das hier einfach. Kearney setzt sich durch. Brosch wird schön nach außen. Brady. Brady ist schnell. Brady mit der Flanke und dann ist ja der Torhüter wieder da. Bisschen zu nah vors Tor, würde ich sagen. So, der begeht einen Foul und wir begehen die Wechsel. Wir schmeißen den auf den Platz, wir schmeißen den auf den Platz. Wir bringen den mal als Rechtsverteidiger, der soll das mal ein bisschen üben. Wir bringen neuen links und wir bringen einen neuen, ja. Hobbs für Davis und Clark für McGregor. Wir wechseln alle. Das bringt natürlich keine Ordnung in die Mannschaft. Das heißt also, Teamwork und so wird sich da kein großes aufbauen. Clark hält hier gut. Der hält hier gerade verdammt gut. Gefällt mir. Der hat ja gute Reflexe. Sehr schön auf Corin. Und das war ein Foul und das gibt Gelb. Voll von hinten in die Knochen. So, weiter Ball auf Sagbo. Der wird gelegt, aber Schiri sagt war nix. Kearney. Nee. Wir haben hier übrigens ein Problem, fällt mir gerade auf. Ich habe nicht umgestellt. Das ist nämlich kein Sturmtank, soweit ich weiß. Nein, der geht steil. So. Ich will jetzt mal einen gescheiten Angriff von uns sehen. Jetzt aber, oder? Nee. Aber Hobbs macht sich da hinten... Naja. Lächerlich. Sein Befreiungsschlag landet beim Gegner und der nächste Ball auf den Kopf vom Stürmer und da kommt keiner richtig ran und dann war er drin. So, jetzt will ich hier mal...
Ist das das Beste, was Sagbo zu bieten hat? Hey, guckt euch mal an, wie der Typ da unsere Abwehr umtrippelt und wie der uns da stehen lässt. So, jetzt aber komm. So, einfach umgetreten. Das bringt mich so auf die Palme. Unsere Leute treten nicht einfach die um, deshalb kommen die zum Torschuss. Wie reagieren die? Die treten einfach, die rufen alles um. So, jetzt aber. Sagbo, spiel den Ball doch mal. Ja, der andere spielt zu viel, der spielt ihn gar nicht. Jetzt müssen wir das wieder rausmachen, damit der den dann auch mal spielt. Die Stürmertypen sind einfach zu unterschiedlich. Also den Cornelius oder wie der heißt, den brauchen wir eigentlich unbedingt, dass wir wenigstens gleich einen Stürmertyp da vorne haben. Da brauchen wir nicht so viel umstellen beim Wechsel. Das funktioniert doch besser im System, wie so ein Steilgeher da. So, jetzt aber, komm, 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 du gehst durch, komm. Oh, du, 5 Schritte weiter. Bist du näher dran. Ja, wieder ein Befreiungsschlag hier am Gegner vor die Füße. Und nur weil der ihn springen lässt, aufgrund der Tatsache, weil er weiß, dass er Einwurf kriegt, gibt das keine böse Flanke ins Zentrum. Dafür kommt die böse Flanke jetzt und da zieht er einfach mal einen Stecker hier und es gibt natürlich Gelb. Kearney, was macht denn überhaupt in der Abwehr? Guckt euch das mal an, ey, das war gar nichts. Der Ball rollt einfach weiter, den hat er gar nicht berührt. Ja, Seitfallzieher hier, aber zum Glück Clark auf dem Posten. Und jetzt komm, 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 komm. Ah. Zu schnell, alles zu schnell, alles zu schnell. Sehr schön, wie hier der Ball läuft, sehr schön. Jetzt komm, schöne Flanke. Ja, wir führen. Robert Corran macht es 2:1, der Kapitän höchstpersönlich. Wir sind begeistert. War das schon Nachspielzeit? Es war schon Nachspielzeit. Abpfiff und wir gewinnen das Ding 2:1. Ey, da hat man nochmal Dusel gehabt. Puh, so eine erfolgreiche Vorbereitung, die ist schon wichtig. So. Ja, der hat mal wieder eine 1, den hier Torhüter. Ist unglaublich. Sean Murray hat bei uns die 1. So. Wanderers und Hull City vereinbaren Ablöse von 3,7 Millionen. Gespräch haben begonnen. Oder Gespräche haben begonnen. Sehr schön. Oh. Angebot abgegeben. So, da haben wir Leute. Riskante Ansprache erfolgreich. Scouting abgeschlossen von dem Typ. Und Scout kehrt zurück. Ja, supi. Vielleicht nochmal gucken, was wir hier noch so scouten können im Jugendbereich. Der da soll das machen. Bolzplatz ein. Achso, ne, das sind so Einweihungsgeschichten. Schicken wir überall Paul Shane hin. Da haben wir gerade keinen für. Da auch nicht. Derby County hat zentralen Mittelfeldspiel. Ach, das ist der. Der ist günstig. Er hat ja auch schwache Nerven. Ist eher der Kurzpass-Fernschuss-Typ.
Ja, wir warten mal ab, wie die anderen Gespräche laufen. Ich will auch nicht die ganze Kohle hier rausballern. Was? Zweite Mannschaft? Die hat ein Spiel. Und die hatten immer noch keinen Rechtsverteidiger. Ich bin am Überlegen. Haben wir denn einen Linksverteidiger hier unten? Oder irgendeinen, der Linksverteidiger spielen könnte, unter Umständen? ...57, 60... Break! Achso, das ist der. Boah, alter Schwede, ey, das gibt's doch nicht. Haben wir keinen, der Linksverteidiger spielen kann? Stephen Quinn. Townsend. Das sind alles Leute, die spielen. Die da als Alternative in Frage gekommen wären. Nee, das lassen wir mal lieber. So, also wir haben es irgendwie geschafft, da irgendwie eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Fragt mich nicht genau wie. Und dann kommst du auf die Bank und dann haben wir hier eine grüne Mannschaft. Und können Freundschaftsspiel machen. So, Fans haben Zutritt, wollte ich gerade einstellen. Ich komme da einfach nicht hin mit der Maus so rechtzeitig. Opa, peinliches Angebot, weil wir sein Gehalt verdoppeln? Wollen die uns verarschen? Was müssen wir dem bieten, dass er das nicht mal als lächerlich bezeichnet? Alter, sind wir Krösus? 1,1 Millionen? Hat der was am Hut? Können wir uns nicht leisten. Keine Chance. Da hat wieder einer einen Größenwahn. Marktwert von 500.000. Ein Gehalt von 280.000. Da will man einen Vertrag verlängern. Da kommt sowas bei raus. Da soll man belügen. Stammspieler. Das Knall hat gelogen. Wir müssen Geld sparen. Deshalb, ich lüge mir gerade einen zurecht hier. Dem gegenüber. Der Zweck heiligt die Mittel. Stammplatzgarantie, der wird niemals also Stammplatz haben bei uns. So, da sind unsere Jungs. Fitness ist bei vielen gestiegen, kaum Fähigkeiten gesteigert, dafür einiges an Frische eingebüßt. Abseitsfalle, perfekt einstudiert, 18 Managerpunkte und ja, Manchester City gegen Hull City Reserve 1:1, die wollen mich verarschen, oder? 1:1 unsere Reserve gegen die Meister oder so. Bester Spieler war der Torhüter, Richie Moffat. Der unterschreibt einen neuen Vertrag. Hatten wir Glück gehabt. So, Trainingslager beendet, Form von Nick Proschwitz verbessert. Dann können wir den vielleicht mal im Spielergespräch loben. Nee, können wir nicht, weil es mal wieder nicht geht. Scouting abgeschlossen. Ja, schön, neues Sponsorenangebot. Sponsorenpyramide, das hören wir gern. Ja,
Okay. Für dieses Jahr nehmen wir die 7000 mit. Haben wir eigentlich Bandenwerbung? Nö. Wir haben ja auch keine freien Banden mehr. Ha. Das hören wir gern. Ja, man mag, dass wir Absteiger sind. Ja, weiter. Verhandlungen hier für Ryan Clark. Irgendwie will jetzt jeder Ryan Clark kaufen. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann gucken wir gerade nochmal hier bei den Finanzen rein. Ziemlich weit unten. Das ist geil. 156.000 haben wir eingenommen mit einem Freundschaftsspiel unserer zweiten Mannschaft gegen Manchester City. Das ist natürlich grandios. Das hätten wir viel besser nutzen können, um noch viel mehr Asche zu machen hier. Na ja, gut, passt. So, wir stellen das Training noch flott ein. Ich glaube, hier können wir jetzt den Trainingsumfang aktivieren, den ich so eingestellt habe. Damit haben wir eigentlich nie müde Spieler. Und dann sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Herr Nick frei zockt Fußballmanager 14 im Mikromanagement. Dann wieder mit Hull City in der englischen zweiten Liga. Und dann bereiten wir uns langsam darauf vor, den Saisonstart hinzukriegen. Oh, den haben wir da schon. Das nächste Spiel ist Saisonstart, erster Spieltag in der Liga und gleich gegen einen etwa gleich starken Gegner. Da sind wir gespannt, wie das Ganze ausgeht. Klickt deshalb wieder rein, wenn wir uns auf dieses Spiel vorbereiten hier. Und ja, dann sind wir gespannt, ob unsere Verpflichtungen dann auch umgesetzt werden, ob die wirklich Fakt werden, weil ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wir haben noch nichts erreicht. Wir sind nur am Verhandeln, am Machen und am Tun. Gehalt, Transfer, die Budgets bleiben so gut wie gleich, weil es passiert nichts auf dem Transfermarkt. Und das, obwohl wir verhandeln mit 3 der 4 Spielern gleichzeitig. Wir können ja gerade nochmal reingucken. Ryan Clark. Okay, Verhandlung mit Blackpool vom Scheitern und so weiter. So. Der wechselt zu uns. Der wechselt zu uns. Sagt zumindest das hier. Gewechselt haben sie noch nicht. An dem hier sind wir noch am Bohren. Einigung angeblich in weiter Ferne. Ich hoffe, die melden sich nochmal, um uns mitzuteilen, wie sie es gerne hätten. Und dann, ja, schauen wir mal. Okay, wie gesagt, hier geht's weiter im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.